Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Jörg Rubbers und ich möchte euch heute mal etwas über das Angeln mit totem Köderfisch erzählen, sprich Deadbaiten auf Hecht. Ich weiß, dass viele von euch dem Ganzen sehr skeptisch gegenüberstehen, weil das meistgezeigte Filmmaterial doch in Holland spielt. Und in den Niederlanden ist es klar, wir haben Grachten, Gräben, Kanäle, Yachthäfen, wo es vor Hecht wimmelt. Und da ist es relativ einfach, Fische zu fangen. Nur, ihr könnt das Gleiche auch an euren Hausgewässern probieren. Ich habe jetzt kürzlich noch einen Fisch von 16,4 Kilo fangen können an meinem Hausgewässer auf Stint. Also ihr müsst der ganzen Geschichte nur vertrauen. Das ist das Wichtigste. Die paar Tipps, die ich euch mitgeben kann, folgen im Anschluss. Ganz wichtig ist zu sagen, dass das eine Angelart ist für jedes Portemonnaie, für jeden Angler, und ihr werdet sicherlich den einen oder anderen Tipp daraus ziehen können. Das Zweite ist, warum spielen diese Filme immer in Holland? Das ist ganz einfach zu beantworten. Bei uns fängt die Schonzeit am 31.12. an und die erfolgreiche Zeit, um mit Deadbait zu angeln, ist halt der tiefe Winter, sprich Januar, Februar. In Holland ist der Hecht bis zum 28. Februar frei. Also die Leute, die grenznah wohnen, liegt auf der Hand. Die fahren natürlich rüber. Bevor ich 2 Monate ohne Fischen sein muss, nehme ich das lieber in Kauf. Wir haben jetzt den Vorteil, ich fahre 30, 40 Minuten. Bei anderen ist das vielleicht nicht so. Aber wie gesagt, vertraut der ganzen Geschichte. Versucht es an euren Hausgewässern und ihr werdet fangen. Wir sind jetzt hier auch an einem deutschen Gewässer, obwohl wir schon Januar haben. Ganz herzlichen Dank nochmal an den Olli von Carpnado Lakes. Das ist ein Privatgewässer, an dem wir trotzdem fischen dürfen, trotz Schonzeit. Ja, und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Hecht überlisten können. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich erkläre euch jetzt einmal, welches Setup ich hier verwende zum Deadbaiten. Ich habe hier die EOS 12.000 FS. Vorteil bei der Rolle, dass sie ein Freilaufsystem hat. Das ist sehr dienlich im Fluss. Wenn man die Spannung auf die Backbite Indicator nicht aufrechterhalten kann. Ihr wisst, da ist nur so ein kleiner Kunststoffclip. Und wenn wir Strömung auf der Schnur haben, dann empfiehlt es sich zusätzlich noch eine Freilaufrolle zu verwenden. Ansonsten fische ich die FX-Rolle von Größe 9 bis 13, je nachdem, wie viel Schnurfassung ich brauche. Bei der Schnur teilen sich die Meinungen. Also ich fische jetzt hier eine sinkende geflochtene. Das ist insoweit sehr gut, weil wir haben halt den Strömungsdruck oder den Wind nicht so in der Schnur, wie bei einer zum Beispiel schwimmenden Schnur. Monophile Schnüre würde ich von abraten, da die sehr empfindlich sind. Gerade wenn man am Grund angelt, man hat viele Hindernisse, vielleicht Muschelbänke etc. Und da muss man dann schon wirklich sehr, sehr dicke Schnüre fischen. Also mindestens eine 40er, wenn nicht 45er. Wir kombinieren das hier. Das zeige ich auch gleich nochmal. Bei den Ruten ist es eigentlich, wir haben jetzt hier die Deadbait-Rute aus dem Predator-Programm, eine 12 Fuß 2 3 Viertel Lips. Das ist eine sehr gut funktionierende Rute auf kurze bis mittlere Distanz. In 3,25 Pfund für die Long-Range-Angelei, und dann gibt es die auch noch in 3 Meter für Kanalfischerei, vom Boot aus, wie auch immer. Wir haben jetzt hier ein Gewässer, wo die Uferregion sehr sandig ist. Das heißt, wir haben flach abfallenden Grund, dann haben wir steile Kanten und auch sehr viel Krautbewuchs. Im Kraut würde ich immer empfehlen, die geflochtene Schnur durchgehend zu fischen. Wenn ihr Stellen habt, wo das wirklich nur sandig ist und wo man, ja, ich sag mal, mit Hindernissen rechnen könnte, empfiehlt es sich, eine Schlagschnur zu verwenden. Da ist der Snack Leader hier in 45 mm oder 0,45 mm sehr zu empfehlen. Den verbinde ich mit der geflochtenen mit einem Mahin-Knoten. Ich zeig das kurz mal eben. Das Ende schön gerade abschneiden. Dann macht ihr einen einfachen Überhandknoten auf der Mono.
führt die geflochtene durch diese entstandene Schlaufe und dann so circa 20 cm runterziehen. Dann wird nach unten gewickelt und zwar 11-mal. So, dann wird die Schnur kurz festgehalten und wir wickeln genau 9-mal die Schnur hinauf. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir mit dem Ende der Schnur da wieder rauskommen, wo wir mit der Hauptschnur reingekommen sind. Also von unten durch. Jetzt ziehen wir den Schlaufenknoten zu, feuchten das Ganze kurz an. Und jetzt ziehen wir sachte und vorsichtig die geflochtene und Mono zusammen, bis es nicht mehr geht. Der Vorteil dieses Knotens, wie ihr sicher sehen könnt, ist, der ist keilförmig, sodass ich auch beim Wurf garantieren kann, dass die Schnur sauber abläuft und durch die Ringe läuft. Und wenn wir den Knoten jetzt endgestreckt haben, so können wir die Enden auch wirklich sehr kurz abschneiden. Das hält. So, und jetzt ja, bleibt jedem überlassen, aber ich verwende so 2 Rutenlängen von der Schlagschnur. Das wickeln wir mal eben kurz auf. Also wenn ihr unten auf der Spule angekommen seid, noch circa 6 Wicklungen, dann passt das ungefähr. So, abschneiden. Dann führen wir unsere Ledger Stamps auf die Schlagschnur. Dann den mitgelieferten Silikonsleeve. Dann nehmen wir so einen Schnellwechselwirbel, ganz normal anknoten. Auch wieder anfeuchten, ist ganz wichtig. Kurz abschneiden. Und den Sleeve über den gesamten Wirbel ziehen. So habt ihr noch ein super Anti-Tangle-Effekt. Hier unten wird das Blei eingehängt. Ich habe jetzt hier noch eine kleine Besonderheit. Ich habe einen einfachen Sleeve hier aus dem Karpfenprogramm. Den ziehe ich, nachdem ich das Blei eingehängt habe, über diesen Wirbel, um dieses ja, Verknicken beim Wurf zu verhindern. Denn an dem Wirbel ist ja meistens, an dem Blei ist noch ein Wirbel und somit haben wir dann ja, eine super flexible Montage. So, zum Rig hat sich die letzte Zeit rausgestellt, obwohl viele dagegen sind, aber ich habe noch nie einen Fisch verloren, benutze ich 90er oder 0,9 mm Fluorocarbon. Und zwar mache ich das Rig zweigeteilt. Das heißt, das ist dann nachher wie so ein Scharnier. Ich benutze hier, ja, ich nehme mir so ein Stück von 30 cm. Wichtig ist, wenn ihr Rigs bindet, zum Strammziehen der Montagen, diese Hilfsmittel. Sonst gehen die Haken auch mal ganz schnell in die Knochen und das tut höllisch weh. Zwei unterschiedliche Montagen. Ich habe einmal die Möglichkeit, am Ende so einen Auftriebskörper zu montieren. Da schiebe ich das Fluorocarbon einfach durch, mit dem Feuerzeug kurz ansengen und dann wird das eigentlich schon verschweißt und hält. Dann bindet ihr den Haken natürlich etwas weiter weg. Das ist natürlich sehr gut in krautigen Gewässern, wenn ihr mit Ledger, mit einem normalen Ledger-Rig angelt und dann das Blei an einer Monoschnur fixiert. Aber in dem Fall hier machen wir das nicht. Wir nehmen uns jetzt hier einen Drilling. Und damit das nicht so dick aufträgt, dass ich nachher meine Sleeves auch über den Haken bekomme, weil das ist doch sehr stark, das Material,
machen wir einen verdeckten Knoten. Ich bilde hier eine große Schlaufe. So, jetzt ist es ein bisschen Fummelei. Ihr wickelt von der großen Schlaufe aus das Mono 3-4 Mal zurück und zieht dann am Ende die ganze Geschichte stramm. So sieht das Ganze dann aus. Und jetzt ist wichtig, dass ihr das Material erst nachher durch das Öhr führt. Und dabei auch bitte aufpassen, dass es nicht verknickt. Ein bisschen Fummelei. So, jetzt kommen die Tools zum Einsatz. Das Ganze wird einmal richtig stramm gezogen, damit die Haken nicht in den Knochen landen. Das wäre schon die Montage des Drillings. Kurz abschneiden. So, jetzt nehme ich hier unsere Safety Sleeves in Größe M. Die das Ganze dann auch sehr gut abdecken. Wenn man es vorher ein bisschen anfeuchtet, geht es einfacher. Aber ich wollte jetzt nicht unbedingt hier mit Spucke hantieren. So, jetzt kann man hingehen. Ich fische ganz gerne mit dem Einzelhaken als zweiten Haken. Natürlich kann man auch den zweiten Drilling genauso montieren. Ich zeige das jetzt mal an einem Einzelhaken. Bei dem Haken ist wichtig, dass das Öhr sehr groß ist und dass ihr ja die Abstände, ich sag mal, zwischen 8 und 14 cm ungefähr einhaltet. Gleiche Trick, große Schlaufe, schön anlegen, das Vorfach wieder zurückwickeln. Und festziehen. Auch wieder das Tool verwenden. Die Foxhaken sind so gnadenlos scharf, wenn die einmal kleben. So, auch wieder ein Sleeve. So, das ist schon die ganze Montage. Jetzt nehme ich mir einen ganz normalen Wirbel aus dem Karpfenprogramm. Weil diese Diamond Eye Swivels, die aus dem Deadbaiten kommen, kommen wir gleich zu, sind sehr gut, um Stahlwurffächer zu binden, aber eignen sich nicht so toll für Hartmono oder Monofil generell, weil die halt diese Spitze haben am Ende. So, jetzt muss ich ziehe das hier auf, nehme den Wirbel und dann ja so 5 cm vom unteren Haken. Einfach ein Blut- oder Fassknoten. Wieder kurz abschneiden und das Sleeve drüber schieben. So haben wir den ersten Teil des Rigs fertig. Jetzt kommen wir zu der zweiten Geschichte. Wir verbinden das nachher. Jetzt brauche ich Stahlvorfach. Bei dem 7x7 Vorfach ist es immer wichtig, dass ihr die Enden
vorher mit dem Feuerzeug einmal glühend macht, weil sonst wird das beim Schneiden ausfransen und das möchten wir nicht. So, der zweite Teil besteht aus ca. 50 cm Stahl, in dem Fall das 49-fädige in 12 Kilo. Ich nehme hier einmal unsere Trace Crim Cover. So, und dass wir das nachher vernünftig verbinden können, schneiden wir von dem hier einfach 2 cm ab. Das lässt sich nachher noch prima über den Wirbel schieben. Dem folgt jetzt eine Klemmhülse. Und jetzt kommen unsere Diamond Eye Swivels zum Einsatz. Das Besondere daran ist, das eine Ende, was zum Stahl zeigt, ist so, ja, wie ein Diamant geformt. Deswegen Diamond Eye Swivel. Jetzt könnte man hingehen, das Stahlwurffach einmal durch den Wirbel stecken. Ich bevorzuge es aber, damit die Kraft besser verteilt wird, es zweimal einzuschlaufen. Durch die Klemmhülse. Am Ende einmal umschlagen. So dass wir das Material wirklich dreimal in der Klemmhülse haben. Und jetzt erst vorsichtig zuziehen. Einmal krimpen. Und jetzt kommt dieses kurze Stück Crim Cover zum Einsatz. Das wird einmal über den Wirbel geschoben. So, warum ich das abgeschnitten habe, dazu komme ich gleich. Jetzt nehmen wir erstmal unsere 50 cm hier. Auch wieder mit dem Feuerzeug erhitzen. Bevor wir das schneiden, Stelle kurz merken. Und durchtrennen. So, jetzt kommen unsere Safety Sleeves in L zum Einsatz. Den schiebe ich jetzt einfach hier so lose drauf. Das greift ganz gut ineinander. Und ich habe nachher den Vorteil, dass ich bei unserer Montage diesen Quick Change Swivel noch komplett verdecken kann. Dann habe ich wirklich keine Angriffsfläche für Kraut. Und ja, wie das nachher aussieht, kommen wir später zu. Auf der anderen Seite montiere ich so ein Tail Rubber aus dem Karpfenprogramm. Denn da mache ich nachher das Scharnier. So. Um das problemlos verbinden zu können, benutze ich diese Speedlinks. Immer wieder erst die Klemmhülse. Einmal durch, am Ende umschlagen. Und wieder zurück. Das ziehen wir jetzt komplett stramm. Und wird auch wieder gekrimpt. So, dieses Ende verbinde ich jetzt mit dem Quick Change Swivel. Der es uns nachher ermöglicht, wenn wir den Hecht landen, im Kescher das Vorfach zu lösen, dass wir nicht die ganze Route immer mitschleppen müssen. So, und jetzt seht ihr, warum ich das so gemacht habe. Ich kann das hier komplett
covern und vor Kraut schützen. Das dreht sich hier noch einwandfrei. Und an dem Ende hier montiere ich mein Scharnier. Und habe hier eine super flexible Montage. Jetzt fragen sich die einen oder anderen wahrscheinlich, ja, warum nimmt er nicht gleich komplett Stahl? Also wir haben die Erfahrung gemacht, gerade in Gewässern, wo viel gefischt wird, dass die Hechte auf Stahlwurffach reagieren. Das heißt, ihr müsst einmal den Selbstversuch machen. Nehmt euch mal so ein Stahlwurffach in den Mund und reibt mal über die Zähne. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Fische das spüren. Und bei Mono ist es halt nicht so. Das ist glatt. Ich habe keinen Widerstand. Und ja, der Köder wird halt ohne Argwohn genommen. Und dadurch, dass es hier flexibler ist, bewegt sich der Köder auch natürlicher am Vorfach. Ja, das ist so die Montage, die ich die letzte Zeit sehr oft fische und auch sehr erfolgreich. Und nicht nur an holländischen Gewässern, sondern auch an deutschen. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Haken beködern, den Einzelhaken durch die Schwanzwurzel mit einem Baitfleck sichern. Der Drilling kommt in die Flanke und den sichern wir mit einem Gummi. So, und dann kann es eigentlich losgehen. So, den Leuten, denen das ja einfach zu viel Schnickschnack ist mit den Bissanzeigern, mit den Backbite-Indikatoren, natürlich kann man auch die Pose als Bissanzeiger nutzen. Und da hat Fox eine ganz tolle Pose rausgebracht, dieses Troll Grip Float. Und zwar ist die Führung innen einmal gekröpft, sodass wir, wenn wir Spannung aufbringen, die Pose an dem Punkt bleibt, wo sie gerade steht. Das heißt, wir können diese Pose nicht nur als Bissanzeiger verwenden, sondern auch als Lot, um unsere Tiefe auszuloten. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich mal. So, ich beginne damit, einen Gummistopper auf die Schnur zu fädeln. Dem folgt dann eine ganz normale Plastikperle. Das ist nur zur Sicherheit, dass sich der Silikonstopper nicht an der Pose festklemmt, an dem Loch hier. Dann wird die Pose aufgefädelt. Jetzt mache ich das gleiche nochmal zurück. Das heißt, erst eine Perle und dann nochmal einen Stopper. So kann ich die Pose beim Wurf auf der Hauptschnur höher schieben als die Vorfachlänge und kann somit auch Verhedderungen beim Wurf verhindern. So, jetzt haben wir hier eine 25 Gramm Pose. So, wir haben diese Ex-Sinkers in 5 Größen. Ich habe jetzt nur hier 5, 10, 15 und 25 Gramm. Für die Pose wäre die 25 Gramm optimal. Dazu ziehe ich jetzt zuerst den mitgelieferten Tube auf die Schnur. Dann kann ich dieses Tube entfernen. Man kann das Schöne ist, wir haben hier in dem Führungsstab einen Schlitz und in dem Blei einen Schlitz, sodass wir in der Lage sind, während des Fischens auch die Bleie auszutauschen. So wie in dem Fall. Einfach in die Nuten einführen und dann mit dem Tube sichern. So läuft das Blei frei auf der Schnur.
So. Dann nehmen wir uns eins von den großen Sleeves. Und knoten uns einen von den Schnellwechselwirbeln an. Deswegen auch die Sleeves in Größe L, damit ich das nachher covern kann. Das ist hier immer noch unsere 45er Schlagschnur. So, jetzt könnte ich theoretisch das Vorfach einhängen. Und mittels des Tubes wieder schön schützen. Verhindert auch gleichzeitig, dass mir das Blei hier auf den Knoten schlägt. Aber jetzt kommen wir nochmal zu der Sache mit dem Loten. Wenn ich jetzt hingehe, den Ecksinker wieder runternehme, kann ich ja gleich wieder montieren. Und am Ende ein schweres Blei montiere, dann kann ich diese Pose als Lotpose benutzen. So, schön covern. Das heißt, wenn ich den Stopper jetzt meinetwegen 6 Meter raufschiebe, das will ich jetzt mal machen, dann kann ich hiermit die Tiefe ausloten. Ich weiß jetzt zufällig, wir haben 2 Routenlängen Schlagschnur, das sind 7 Meter. Ich habe den Stopper jetzt bis an den Knoten geschoben und wenn wir jetzt hingehen und die Pose auswerfen, dazu müssen wir einmal ans Wasser gehen, so die Pose geht unter, das heißt es ist also deutlich tiefer. Jetzt suchen wir uns einen Bezugspunkt. Im Idealfall eine Kante, weil das immer gute Plätze sind, wo die Hechte auch langziehen. Wenn ich jetzt Schnur gebe, steigt die Pose wieder auf. So, da sehen wir die Pose. Das Besondere ist, wenn ich jetzt Spannung aufbaue, dass das Blei und die Rutenspitze Zug auf die Schnur geben, dann bleibt die Pose wirklich da stehen, wo sie zuletzt war. Kann man sehr schön sehen, wenn ich das einkurbel, der Abstand. Und so könnte ich jetzt theoretisch, wenn ich mir die Geschichte aufs Land lege, genau messen, wie tief das dort ist, wo ich fischen möchte, vom Blei bis zur Pose. So, gebe ich wieder Spannung weg, fällt die Pose wieder runter. Und ich kann meinen Spot weitersuchen. Ganz wichtig auch, wenn man das Blei über Grund zieht. Jetzt habe ich genau die Kante wiedergefunden. Das merkt man daran, dass es einfach schwerer wird, die Schnur einzukurbeln. Sieht man auch an der Rutenspitze. Sie krümmt sich. Das heißt, ich bin genau an einer Kante. So, jetzt gebe ich wieder Schnur. Die Pose steigt auf. So, jetzt könnte ich die Pose dort liegen lassen
und als Marker benutzen. Ich weiß, da ist eine Kante von 4 auf 6 Meter. Guter Spot, kann meine beköderte Rute an den Spot werfen und weiß genau, dass sie dort richtig liegt. Und der zweite Vorteil, wenn ich das Blei jetzt wieder abmontiere, kann ich sie ganz normal als Posenrute einsetzen. Ich zeige das nochmal hier. Spannung weglassen. Pose gleitet auf der Schnur bis zum Blei oder bis zum Stopper in dem Fall. So, jetzt wollen wir etwas über Grund angeln. Das heißt, mein Stopper schiebe ich einfach so weit hinauf, dass der Fisch etwas über Grund angeboten wird. Dann kann ich das Blei abmontieren, Montage einhängen und so auch ohne Bissanzeiger, ohne Backbite Indicator den Biss erkennen. So, wenn wir unseren Köder im Frühjahr weniger, aber im Herbst anbieten wollen, wenn noch viel Kraut am Gewässer ist, haben wir hier ein System aus der Predator-Serie. Das nennt sich Run Rings and Buffer Beads. Das ist so für das klassische Ledgering gebaut. Und der Vorteil ist einfach, oder kurz gesagt, ich benutze hier keine Schlagschnur, kein Monofil, weil sich die geflochtene halt im Kraut wesentlich einfacher einkurbeln lässt. Das funktioniert wie so ein kleines Messer, wie so ein Cutter, die das Kraut einfach durchschneidet. Und mit einer Mono, wenn der Fisch einmal um so ein Krautbündel schwimmen würde, wird sich die festsetzen und wir verlieren den Fisch eventuell. Ist eine ganz einfache, simple Geschichte. Wir haben hier diesen Ring, der wird auf die Hauptschnur gefädelt. Ganz wichtig ist dieser Bufferbead. Das Ding ist ganz, ganz wichtig, weil das verhindert, dass sich die Montage nachher beim Wurf verheddert. Dann kommt wieder unser Schnellwechselwirbel. Bei geflochtener benutze ich einen etwas anderen Knoten. Ich gehe hier zweimal durchs Öhr und mache dann einen Grinner- oder Stopperknoten oberhalb der Schnur mit 5 Wicklungen. Und ziehe das dann zusammen. So, das ist eigentlich nur eine ganz unscheinbare Perle, aber glaub mir, das ist so, die verhindert wirklich, dass sich nachher unsere Montage verheddert. So, an diesen Ring knote ich ganz einfach ein Stück Monofil. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich kann hiermit praktisch bestimmen, wie weit mein Köderfisch vom Boden präsentiert wird. Ob ich jetzt 1 Meter Kraut habe, 2 Meter, ich könnte diese Schnur praktisch unendlich verlängern. Natürlich bin ich begrenzt durch die Rutenlänge, aber wir haben jetzt hier gut 60 cm. Das reicht hier für das Gewässer. Knote ich auch ganz einfach. Blutknoten an. Es hat nicht viel zu halten. Wenn sich das Blei festsetzen sollte am Grund, gehe ich immer noch hin und mache hier einen einfachen Überhandknoten in diesen Seitenarm, dass dann auch wirklich der Seitenarm durchreißt und ich nur das Blei verliere und nicht den Fisch. So. Für diese Montage, finde ich, eignet sich sehr gut das Kebab-Rig. Kebab-Rig ist so ein messerscharfer Stab aus Kunststoff. Man kann das mit Auftriebskörper fischen oder ohne, auch am Grund. Eine super Sache. In dem Fall, weil wir hier Krautbüschel haben, lassen wir den Auftriebskörper dran. Und
dazu muss ich mir hier mal den Köder zurechtschneiden. Oben unter den Auftriebskörper setze ich gerne den Kopf, weil der halt hart ist. Dann schneide ich mir kleine Stücke zurecht. Aufpassen mit den Schuppen, man rutscht da sehr leicht ab. Und dann ist das Messer in den Fingern. So, den Kopf kann ich ganz einfach aufstecken. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr die Fischstücke von der Größe her immer eins kleiner wählt. Damit der Haken nachher auch noch fasst. Wir haben noch eine kleine Besonderheit eingebaut. So, schön an der Mittelgräte entlang. Da hält es am besten. So, und ich habe hier wieder unser klassisches Rig. Allerdings habe ich hier den Drilling jetzt sehr kurz montiert. Wir hängen hier an den Einzelhaken das Kebab-Rig ein. Da ist so eine Aufnahmeöse. Das Ganze wird gesichert durch einen Baitflag. Diese kleinen roten Gummifahnen, die mitgeliefert werden. Und jetzt kommt das Besondere. Ich habe hier noch einen kleinen Drilling, den ich sehr schön oben im Kopf montieren kann und der auch richtig Halt hat. So habe ich den Vorteil, wenn der Einzelhaken oder Drilling, man kann natürlich auch Drillinge verwenden, von der Flucht her von den Fischstücken bedeckt wird, so habe ich immer noch die Garantie, dass einer der beiden Haken wirklich im Hechtmaul fasst. Wenn der Fisch jetzt so den Köder nimmt und hier dran vorbeigeht, dann sitzt zumindest der Drilling oder umgekehrt, wie auch immer. Und so kann ich super im Kraut angeln. Jetzt brauche ich das Ganze nur noch mit meinem Schnellwechselwirbel verbinden. Und so ist das einwandfrei geschützt. Und ihr seht, das Blei würde jetzt am Grund liegen. Mein Köder steigt langsam auf das Krautbett und kommt dann zum Liegen. Die Perle verhindert, dass irgendwas hakt. Also der Fisch kann frei Schnur nehmen. Und wir haben das so oft getestet, das hat sich noch nie verheddert. Auch wenn das jetzt, selbst wenn ich das jetzt mal so hängen lasse und sich's verschlaufen würde. Also ihr könnt da sicher sein, das wird sich nicht verheddern. Das ist meine Montage für krautige Gewässer. So, ich habe hier mal eine kleine Auswahl an Köderfischen mitgebracht, die für mich beim Deadbaiten praktisch die wichtigsten sind. Da haben wir hier einmal den Hering. Der kann in verschiedenen Größen gefischt werden. Gerne auch zur Hälfte, genauso wie bei der Makrele. Und die Makrele ist der einzige Fisch, den man auch in den wärmeren Monaten fischen kann. Dann gilt es aber wirklich, die Innereien wegzuschneiden, weil das bei warmen Temperaturen doch sofort anfängt zu verwesen. Und durch seine ledrige Haut hält er auch unwahrscheinlich gut am Haken. Also auch bei Temperaturen über 12 Grad Wasser. Ganz wichtig, nicht mehr wegzudenken, ist die Sardine, gerade für den Rubby Dubby. Ein sehr, sehr öliger, fettiger Fisch, der auch die Hechte auf große Distanz anlockt. Gerade hier in Stücken ein super attraktiver Köder. Der Stint, meine Nummer 1 in den Niederlanden, aber auch in deutschen Gewässern, einer der Top-Köder. Hat so einen leichten Gurkengeruch oder riecht nach Gurke. Und ich weiß nicht, warum die Hechte drauf abfahren, aber es ist wirklich einer der besten Köder überhaupt. Auch sehr stabil am Haken für viele Würfe hintereinander ist die Holzmakrele. Auch eine sehr ledrige Haut.
durch das große Auge natürlich sehr attraktiv. Kennt man von den Kunstködern. Das ist immer ein Bezugspunkt für den Räuber. Ja, und wenn er nicht so teuer wäre, würde ich ihn viel öfter einsetzen. Das ist ein Neunauge. Das Problem ist in Deutschland geschützt. Also man darf ihn eigentlich gar nicht verwenden. Wenn man ihn aber aus England importiert, wo der frei verkäuflich ist und die Kaufquittung im Angelkasten behält, sollte das kein Problem sein. Der Vorteil dieses Fisches, er blutet unwahrscheinlich stark. Wenn man den also anschneidet, gerade im Kopfbereich, das ist wie, wenn man das unter Wasser sieht, wie so kleine Wölkchen von irgendwelchen ausschwemmenden Boilies. So ist das hier bei diesen neuen Augen auch. Als Beifutter nehme ich hier immer unseren Rubby-Dubby-Mix. Der setzt sich zusammen aus Herings, Makrelenstücken, ist verfeinert mit Thunfischöl, zwei anderen Fischölen, einem Lockstoff und hier drei verschiedenen Pellets, unter anderem auch Bloodworm-Pellets. Die Bloodworm-Pellets haben noch den zweiten Vorteil, die färben uns die Fische oder Fischstücke noch leicht rot. Auch immer sehr gut. Übrigens, wenn ihr Gewässer befischt, wo ihr immer Erfolge hattet und auf einmal bleibt dieser Erfolg aus, versucht einfach mal, die Fische einzufärben. Vorzugsweise rot oder grün sind sehr attraktive Farben. Einfache Lebensmittelfarbe, bisschen einfärben und schon habt ihr einen neuen attraktiven Köder. So, nach 8 Stunden Angelzeit hat sich wieder mal rausgestellt, jeder Tag ist Angeltag, aber nicht jeder Tag ist Fangtag. Also wir hatten wirklich null Aktion, aber so ist das Angeln, kennt ihr sicherlich auch. Ja, wir hatten trotzdem Spaß. Vielen Dank nochmal an Benny an dieser Stelle für das Durchhaltevermögen und ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem gezeigten Material für euch verwenden. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachahmen.